Mal ehrlich, wer kennt das nicht? Plötzlich überfällt einen der Heißhunger, doch man hat überhaupt gar keine Zeit zum Kochen. Fastfood-Ketten schaffen da schnelle Abhilfe. Von Würstchen in sämtlichen Variationen über Hamburger und Pommes bietet das Angebot für jeden etwas. An jeder Ecke bekommen wir Fastfood, was wir auch genauso schnell und unkompliziert essen können. Jedoch hat diese Bequemlichkeit ihren Preis. Gesundheitliche Probleme lassen nämlich nicht lange auf sich warten. Wir beschäftigen uns heute mit Pommes. Genauer gesagt, was passiert, wenn wir jeden Tag Pommes essen würden? Was dadurch passieren kann, erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Nummer 1. Unnötige Gewichtszunahme. Pommes sind besonders kohlenhydratreich, was von der Natur aus keine schlechte Sache ist. Pommes komplexieren jedoch raffinierte Kohlenhydrate, wodurch sie in die Kategorie schlecht fallen, die nicht unbedingt in gute Energie umgewandelt werden muss. Aufgrund der Tatsache, dass Pommes komplexe Kohlenhydrate sind, bedeutet das, dass euer Körper sie langsam verdaut. Hinzu kommt, dass durch den Raffinierungsprozess viele Nährstoffe entfernt wurden, dadurch verdaut ihr noch langsamer die ungesunden Lebensmittel. Das ist einer der Gründe, weswegen ihr euch häufig träge fühlt oder keine Energie zum Trainieren habt oder für andere Aktivitäten. Das führt letztendlich zu einer übermäßigen Gewichtszunahme. Nummer 2. Erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten. Pommes sind in ungesunden Transfetten getränkt, weil sie in gehärteten Ölen frittiert wurden. Wenn sie konsumiert werden, erhöht ihr dadurch euer schlechtes Cholesterin und dadurch erhöht ihr auch das Risiko für Herzerkrankungen. Diese Tatsache wurde bereits mehrfach festgestellt, unter anderem in der 1976 begonnenen Nurses Health Study. In dieser Studie wurden 121.700 registrierte Krankenschwestern im Alter von 30 bis 55 Jahren über einen Zeitraum von mehreren Jahren ihre Essgewohnheiten protokolliert. Die Forscher führten auch die Health Professionals Follow-up Study durch, an der 1986 51.529 männliche Angehörige der Gesundheitsberufe im Alter von 40 bis 75 Jahren teilnahmen. Alle Probanden wurden nach ihren Essgewohnheiten befragt, einschließlich der Frage, ob und wie häufig sie frittierte Lebensmittel konsumieren. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass der häufige Verzehr von frittierten Lebensmitteln signifikant mit dem Risiko eines Typ 2 Diabetes und mäßig mit einer Erkrankung der Herzkranzgefäße verbunden war. Nummer 3. Erhöhtes Krebsrisiko. Spekulationen und wissenschaftliche Erkenntnisse haben sich auf die Idee konzentriert, dass frittierte Lebensmittel wie Pommes das Krebsrisiko erhöhen und sogar die Ursache dafür sein könnten. Während das Urteil in Bezug auf den Menschen nicht konkret ist, ergab eine durchgeführte Studie an Ratten, dass eine Substanz in Pommes Krebs verursachen kann. Diese Substanz wird Acrylamid genannt. Die Ergebnisse der vom National Cancer Institute veröffentlichten Studie ergaben, dass Acrylamid entsteht, wenn Gemüse, das die Aminosäuren Asparagin enthält, wie Kartoffeln, in Gegenwart bestimmter Zucker auf hohe Temperaturen erhitzt werden. Das geschieht, wenn Acrylamid in eine Verbindung namens Glycidamid umgewandelt wird, die Mutationen in der DNA-Struktur verursacht und diese schädigt und zu Krebs führen kann. Nummer 4. Gehirnschäden. Wie sich herausstellt, kann das Acrylamid in Pommes auch neurologische Schäden verursachen. Wissenschaftler der American Chemical Society fanden heraus, dass Acrylamid beim Menschen Nervenschäden verursachen kann, einschließlich Muskelschwäche und beeinträchtigter Muskelkoordination. Weitere Laborstudien legen nahe, dass eine chronische Exposition der Bevölkerung gegenüber der Chemikalie Nervenzellen im Gehirn schädigen und möglicherweise eine Rolle bei der Entwicklung neurodegenerativer Erkrankungen spielen kann. Bevor das Video zu Ende geht, noch ein kurzes Fazit. Auch hier gilt die Regel, in Maßen genießen, nicht in Massen. Wer sich also einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen Pommes genehmigt, kann das ruhig tun. Man sollte es nur nicht übertreiben und nicht wirklich buchstäblich jeden Tag Pommes essen. Wie das aussieht, wisst ihr jetzt. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.